Make it there, you can make it anywhere. Übersetzt heißt das so viel wie, wenn du es dort schaffst, kannst du es überall schaffen. Annemarie, vielen Dank für die tolle Übersetzung. Ja, das deutsche Label Unrat & Strano zeigt seine Kollektion zum ersten Mal in New York. Und da heißt es natürlich auch ein bisschen Ärger und viel Aufregung. Purer Stress hinter den Kulissen der Show von Unrat & Strano in New York. Das deutsche Label stellt seine Kollektion zum ersten Mal in den USA vor, aber irgendwie klappt nichts. Und jetzt fehlt auch noch ein Model. Wir finden sie nicht. Keiner findet die. Zwei Tage vorher ist noch alles ruhig. Wie bei allen großen Schauen findet das Model-Casting erst wenige Tage vor dem Event statt. Routine für Klaus Unrat und Ivan Strano, die ihr Label Unrat & Strano vor 5 Jahren gegründet haben. In Europa sind sie längst bekannt, aber das hier ist etwas Besonderes. New York war mein Traum, ich wollte immer zeigen und jetzt sind wir hier und jetzt bin ich natürlich wahnsinnig gespannt, was passieren wird. Hier wollen die Designer ihren internationalen Durchbruch schaffen. Dafür muss alles stimmen, die Models müssen perfekt sein und bestimmte Eigenschaften mitbringen. Die müssen eine Ausstrahlung haben, die müssen wissen, wie sie das Kleid präsentieren, sie müssen sich richtig bewegen können, sie müssen auf High Heels laufen können. Damit Modelauswahl, Showvorbereitung und die gesamte Organisation gelingen, ist Showproduzent Tyrone Vincent dabei. In Europa hat er schon viele Modenschauen für Unrat & Strano gestemmt. Tyrone ist ein bekannter Producer, jettet auch mal mit Promis um die Welt, wenn er nicht für die Designer im Einsatz ist. Jetzt aktuell bin ich zur Fashion Week von New York gekommen, direkt aus der Karibik, dort vor Ort gearbeitet mit Rihanna. Bin zurückgeflogen mit Bushido, den man in Deutschland natürlich auch sehr, sehr kennt. Und wir haben ein paar Sachen besprochen. Ja, Grace Jones schon viel gearbeitet, viele, viele Prominente kennengelernt. Hier in New York ist Tyrone für die komplette Organisation der Unrat & Strano Modenschau zuständig. Und er hat gut zu tun, denn die Auswahl der Models und das Fitting der Kleider sind nur Vorarbeit. Richtig spannend wird es am Tag der Show. Heute ist es endlich soweit. Das deutsche Label stellt seine Kollektion auf der New York Fashion Week vor. 4 Stunden vor der Show müssen die Models da sein. Make-up und Haarstyling kosten viel Zeit, alles soll perfekt werden. Für das Team bedeutet das jede Menge Arbeit und Überstunden. Ich habe gar nicht geschlafen. Wir haben gestern Nacht bis um 1 noch gefittet. Dann müssen noch viele Sachen der Kollektion geändert werden. Ich bin dann natürlich für den Kunden erreichbar, ganz klar. Bei Designer Klaus Unrat steigt die Anspannung. Für ihn und sein Label steht viel auf dem Spiel, denn er wünscht sich den Durchbruch in den USA. Wenn man jetzt so in New York ist, das ist was ganz Neues. Also, man ist gespannt auf die Reaktion vom Publikum, weil das ist immer überall anders. Man weiß überhaupt nicht, wie das dann ankommt. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Und plötzlich, mitten im Backstage-Getümmel, entdecken wir einen echten Promi, Stargeiger David Garrett. Wo ist denn die Tati? Die sehen wir eigentlich. Das ist nur eine Freundin, die läuft heute mit, deswegen ein bisschen Support muss ja sein dann auch bei der ganzen Geschichte. Nach ein paar Minuten entdeckt der 28-Jährige seine Freundin Tatjana Gellert im Schminkbereich. Sie ist ein deutsches Model und wird heute auf der Show laufen. Hat sie Angst, dass etwas schief geht? Machen kann man nichts, man geht raus, man gibt sein Bestes und es sind auch Topmodels schon runtergefallen und eigentlich sind die schon dadurch, glaube ich, ins Gespräch gekommen und dann berühmt geworden. Also, genau. Von dem her. Also immer schön hinfallen. Ne? Ja. Ob mit oder ohne Laufstegpannen, ist der Violinist stolz auf seine schöne Freundin? Ja, absolut. Also ich bin so oder so auf sie stolz, ob sie jetzt mitläuft oder nicht. Aber hast du nochmal ein besonderes Gefühl, seine Freundin als Model so? Ja, also wie gesagt, ich liebe sie ja nicht, weil sie gut aussieht. Vielleicht ein bisschen, aber, auf der anderen Seite hat sie einen super Charakter und das ist, das sieht man ja auf dem Laufsteg nicht und das ist eigentlich der Grund, warum ich mit ihr zusammen bin. Nun aber genug geturtelt, schließlich ist Tatjana zum Arbeiten hier. Ebenso wie Tyrone und all die anderen. Die Models sollen endlich den Runway kennenlernen. Niemand soll sich auf dem 25 Meter langen Catwalk verlaufen oder falsch abbiegen. Es ist natürlich immer so, dass bei den großen Shows man keine Choreografie macht, sondern man gibt den Mädchen immer die Cue-Points. Wo kommen wir raus? Wo gehen wir hin? Stoppen wir nicht? Wo gehen wir wieder raus? Und das war's. Der Rest ist in Gottes Hand. Der Weg ist beschritten, aber leider noch nicht von allen, denn ein Model fehlt. Und das nur 1 Stunde vor der Show. Tyrone ist für einen reibungslosen Ablauf verantwortlich. Wenn er das Model nicht findet, kann die Show nicht wie geplant stattfinden. Wir finden sie nicht. Keiner findet die. Keiner findet die. Auch Designer Klaus Unrat wird nervös. Wir wollten eigentlich nicht später anfangen und jetzt müssen wir später gehen, weil eben das eine Mädel noch fehlt.
Tyrone ruft die Agentur des Mädchens an. Es ist noch auf einer anderen Show und wird es nicht mehr zu Unrat und Strano schaffen. Was nun? Schließlich ist das Model fest eingeplant und für die Show unverzichtbar. Tyrone ist in Aufregung, aber Designer Ivan Unrat nimmt's erstaunlich gelassen. Sauer bin ich auf gar keinen Fall. Es sind Sachen, die passieren, aber wir müssen jetzt schnell eine Lösung finden. Und ich hoffe, dass es klappt. Wir haben jetzt extrem kurze Umzüge und wir brauchen eine sehr, sehr schlanke. Und das haben wir jetzt Gott sei Dank auch gefunden. Und jetzt müssen wir einfach schnell schalten und probieren, dass es dann auch... Wollen wir anfangen? Ja. Ein anderes Model aus der Show soll für das fehlende Mädchen einspringen. Es muss nun öfter laufen als geplant. Aber das ist die einzige Lösung, denn die Show hätte schon längst beginnen sollen. Das Publikum wird langsam ungeduldig. Es muss endlich etwas passieren, sonst gehen die Gäste wieder. Wenigstens einer hat noch gute Laune, Stargeiger David Garrett. Backstage hat sich das Chaos endlich gelichtet. Die Mädchen haben ihre Kleider an, die Show kann beginnen. So, you have to go now. All right. Die Show läuft professionell ab, als hätte es das Chaos hinter den Kulissen nie gegeben. Alle Kleider kommen zur Aufführung. Niemand merkt, dass ein Model dreimal laufen muss. Die Premiere von Unrat und Strano in New York ist geglückt. Ob sich das Label auf dem amerikanischen Markt etablieren kann, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Aber der erste Schritt dazu ist geglückt. Hinter den Kulissen herrscht super Stimmung. Alle sind zufrieden, nichts ist schiefgegangen. Ja, war eine absolute Hammershow für uns. Erste Mal in New York und ich bin extrem happy. Ja, wir haben unser Projekt Unrat und Strano in New York abgeschlossen, sehr erfolgreich abgeschlossen. Es war eine klasse Show und wir gehen jetzt richtig feiern. Sehr schön. Tschüss. Ciao. Tschüss, ciao und viel Spaß beim Feiern.